Hi, ich bin Martin von Survival Kompass. Stell dir mal vor, du hast dich in der Wildnis verlaufen. Beim Wandern bist du vom Weg abgekommen. Das ist tragisch, weil das echt schlecht ausgehen kann. Aber du hast eine Karte und du hast einen Kompass. Und diesen kannst du anwenden, um wieder zurück auf deinen Weg zu kommen oder in die Zivilisation. Und wie das funktioniert und du Karte und Kompass benutzt, das möchte ich mir heute mit dir anschauen. Schau mal, ich habe hier einen tollen Spiegelkompass. Und damit du dann auch später weißt, wovon ich spreche, möchte ich dir erstmal erklären, was hier alles abgebildet ist und was das für Funktionen sind. Okay, schauen wir uns mal einen Kompass kurz genauer an. Hier oben haben wir den Spiegel. Den brauchst du, um zum Beispiel zu navigieren. Er ist aber auch kein Muss und er erleichtert uns aber ein bisschen die Arbeit. Dann haben wir hier die Positionsanzeige zum Ablesen der numerischen Position von der Skalenumrandung. Ja, die Skalenumrandung hier, die lässt sich drehen. Und das ist auch ganz wichtig und das zeige ich euch auch gleich, warum das wichtig ist. Dann haben wir hier die massive Bodenplatte, wo die Skalenumrandung drauf sitzt. Hier unten haben wir noch einen roten Richtungspfeil, der nach oben zeigt, genau hier in diese Linie. Und der geht auch mit dieser Indexlinie hier oben hinüber. Das ist, nennt man auch Spiegelriss. So, dann haben wir hier noch eine Kerbe oder so ein kleines Guckloch. Das ist eine Öffnung, die brauchen wir zum präzisen Anpeilen. Und hier drin ist auch noch so eine Kerbe. Dann haben wir hier auf der Skalenumrandung den Orientierungspfeil. Das ist dieser rote Pfeil hier drinne. Das nennt man auch Dosen-Nord. Und wenn du jetzt siehst und ich das hier drehe, dreht sich dieser rote Orientierungspfeil mit. Das Allerwichtigste am Kompass ist hier die Kompassnadel. Denn die zeigt uns mit ihrem roten Ende an, wo Norden ist. Das rote Ende, das musst du dir merken, ist immer Norden. Wenn ich jetzt den Kompass hier drehe, wird sich das rote Ende nicht verstellen, sondern es wird immer nach Norden zeigen. Und hier drinnen haben wir noch eine rotierende Kapsel. Da siehst du diese roten Linien, die hier so nach oben gehen. Die sind parallel mit dem Orientierungspfeil, dem Dosen-Nord. Und die helfen uns später beim Ablesen der Position auf der Karte, beim Ausrichten des Kompasses auf der Karte. Okay, dann lass uns doch mal anschauen, wie wir jetzt recht fix unsere Position rausbekommen und dann auch den Weg finden, wo wir denn hinwollen. Okay, ich habe jetzt hier ein fiktives Beispiel. Ich bin in Müncheberg gestartet und bin jetzt hier lang gelaufen bis zu diesem schwarzen Punkt. Und von diesem schwarzen Punkt aus möchte ich jetzt hier weiterlaufen, den Berg runter zum See. Und jetzt ist es so, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, seinen Standort zu bestimmen. Ich habe jetzt hier schon eine Möglichkeit gezeigt. Du siehst, bin hier lang gelaufen und bin jetzt hier angekommen. Ich habe jetzt den Weg auf der Karte verfolgt, weil ich genau weiß, wo ich gestartet bin und weil ich jetzt hier stehe und drüben hier diese Bushaltestelle sehe und diesen Berghof und die Häuser. Ich habe also genau bestimmt, wo ich bin. Ich bin hier oben auf dem Berg. Wenn du jetzt den Ausgangspunkt nicht kennst, dann suchst du dir in deiner Umgebung eine markante Stelle. Zum Beispiel hier die Windräder könntest du dir suchen und dann könntest du dir hier noch irgendwo was suchen und dann könntest du ungefähr eingrenzen, dass du in diesem Bereich bist. Also, das können nicht nur Windräder sein, das kann ein Berg sein, ein Fluss, eine Lichtung und dann suchst du eben diese Stelle auf der Karte. Findest du keine markante Stelle, weil du im tiefen Wald stehst, musst du natürlich hier, wenn du hier im Wald stehst, diesen verlassen und irgendwo anders suchen. Es gibt noch eine dritte Methode, die möchte ich aber jetzt nicht näher beschreiben. Das ist die Kreuzpeilung. Das werde ich nochmal in einem anderen Video vorstellen. Okay, was machen wir als erstes? Wir kennen unsere Position. Das ist hier der schwarze Punkt. Nun muss ich meine Richtung festlegen. Ich will von hier an den See. Und da ich ja schon weiß, dass das hier Norden ist, hier oben, dann weiß ich ungefähr schon, okay, das hier ist Osten in der Richtung und ich werde hier hoch müssen, werde also ungefähr Nordwest laufen müssen. Okay, das ist schon mal super,
Wir können uns daran orientieren, wenn wir zum Beispiel später hier weiterlaufen, dass wir rechts dann von uns Windräder sehen. Was machen wir als erstes? Wir nehmen unseren Kompass und dann legen wir ihn hier von meiner Position, wo ich bin, an, wo ich hin möchte. Also, ich lege ihn hier an. Der zweite Schritt ist, ich drehe meine Drehscheibe so lange, bis Dosennord genau übereinstimmt mit dem Norden der Karte. Das ist also genau so. Du siehst ja hier unten, ich habe hier unten auch noch eine Linie und wenn ich mir das hier so jetzt anhalte und die Orientierungslinien genau einstelle, dann habe ich jetzt eine Drehscheibe genau ausgerichtet zu der Nord-Süd-Linie. Man sagt auch, Dosennord stimmt mit Kartennord überein. Okay, dann siehst du hier oben an der Ablesestelle jetzt deine Marschkompasszahl. Das ist bei mir jetzt hier kurz unter der 8. Jetzt fragst du dich vielleicht, Mensch Martin, warum hast du da eine 8? Ich habe einen Kompass, da sind die Gradzahlen drauf. Ja, also dazu muss ich ganz kurz erklären, es gibt 3 Messgrößen auf der Drehscheibe. Und zwar ist das einmal die Gradzahl, die kennst du schon, das ist die 360 Grad Drehscheibe. Dann gibt es noch den nautischen Strich, da hast du wie bei mir hier auch Striche, aber nur 32. Ich habe 64 Striche. Und ich habe den artilleristischen Strich, auch Mil genannt, das sind 64 Striche. Es ist also total egal, welchen Kompass du dir kaufst. Achte darauf, dass die Maßeinheit für dich gut zum Ablesen ist, dass du damit gut zurechtkommst. Also, wir waren stehen geblieben. Wir haben hier kurz unter der 8 unsere Marschkompasszahl eingestellt. Was ist nun der nächste Schritt? Ja, da wir die Marschkompasszahl haben, können wir jetzt unsere Richtung einstellen. Das heißt, dieser Kompass bleibt so. Wir können ihn wegnehmen von der Karte und können jetzt unseren Weg bestimmen. Nun, wie bestimmst du jetzt die Richtung, in die du laufen musst? Ich habe jetzt hier meine Marschkompasszahl eingestellt und jetzt drehst du den Kompass so lange, bis dieser Pfeil hier, der nach Norden zeigt, genau übereinstimmt mit dem Orientierungspfeil in unserer Drehscheibe. Also wir drehen den Kompass und jetzt haben wir genau die richtige Richtung eingestellt und der Kompass zeigt dir jetzt an, mit diesem Pfeil hier unten, der hier direkt über den Kompass, über den Spiegelriss geht, bis nach oben, in welche Richtung du laufen musst. Okay, wir haben hier unsere Marschkompasszahl eingestellt und jetzt geht es darum, dass du deinen Kompass, also Dosennord und Nadelnord, ausrichtest, genau übereinander, die beiden roten Sachen, wie ich es gerade eben gezeigt habe. Und dann kannst du hier mit Hilfe des Pfeiles und zum Beispiel auch dieser Kerbe hier unten da ein Ziel anvisieren und anpeilen und dorthin laufen. Du nimmst dir am besten ein Ziel, was sichtbar ist, zum Beispiel einen markanten Baum oder einen Felsen und dann machst du das Schritt für Schritt immer wieder. Und da es jetzt ja schwierig ist zu peilen und oben meine rote Nadel zu sehen und den Dosennord, habe ich hier diesen tollen Spiegel, den klappe ich nämlich um und jetzt sehe ich in meinem Spiegel nämlich meinen Kompass. Und jetzt kann ich genau die Nadel ausrichten nach Dosennord und auch anpeilen und ich sehe dann zum Beispiel hier vorne einen Baum, einen markanten und weiß jetzt, aha, Kompass zu, Marschkompasszahl bleibt eingestellt und ich peile diesen Baum an und laufe jetzt dorthin. Und das ist im Grunde die ganze Geschichte. Ja, so läufst du von einer Karte, einem Punkt, wo du weißt, diesen Standort kenne ich, los zu deinem anvisierten Ziel. Mehr musst du nicht machen. Es gibt noch ein paar Sachen, da möchte ich noch ganz kurz drauf eingehen, die du vielleicht brauchst, wenn du dann fortgeschrittene Sachen machst. Okay, ich möchte dir noch kurz hier was zu Kompassen erzählen. Und zwar habe ich ja hier einen Spiegelkompass und diesen Spiegel kannst du nicht nur zum Anpeilen wunderbar nutzen, sondern du kannst auch in einer Notsituation damit jemanden blenden. Das ist wunderbar.
Also auch noch eine Funktion mehr, zum Beispiel für dein Survival-Training oder auch wenn du wirklich mal in einer Überlebenssituation bist, ein tolles Tool. Und du kannst ja auch was aus dem Auge raus machen. Dann hat dieser Kompass hier unten noch eine kleine Lupe. Damit kannst du natürlich wunderbar Karten lesen, wo die Schrift sehr klein geschrieben ist. Aber nicht nur das. Du kannst mit dieser Lupe nämlich auch ein Feuer machen. Okay, noch eine wichtige Sache. Und zwar die magnetische Deklination. Das klingt voll nach Fachbegriff jetzt. Aber das ist im Grunde die Tatsache, dass wir zwei Nordpole haben auf der Erde. Und das ist recht witzig, weil wir müssen das natürlich beachten, wenn wir mit unserem Kompass global unterwegs sind. Ein Nordpol ist der geografische Nordpol, der Punkt der Achse, um die sich die Erde dreht. Und dann gibt es noch einen magnetischen Nordpol, wo alle Kompassnadeln hinzeigen. Und wie viel Grad der eine von dem anderen abweicht, ist auf guten Karten angegeben. Das ist überall auf der Welt nämlich verschieden. Bei uns in Deutschland ist die Differenz, also die wird auch Missweisung oder Ortsmissweisung genannt, sehr gering. Das Problem ist aber, in anderen Regionen auf der Welt kann sie bis zu 180 Grad ausmachen. Naja, und du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt ein Grad hier zu falsch einstellst oder zwei, dann läufst du halt in eine komplett andere Richtung. Und ein guter Kompass hat hier oben eine kleine Schraube. Also schau auch darauf, wenn du einen Kompass kaufst, dass du, ob du das brauchst oder nicht, wenn du jetzt nur in Deutschland unterwegs bist, brauchst du es wahrscheinlich nicht. Dann gibt es hier einen kleinen Schraubendreher und damit kann man die magnetische Deklination einstellen. Ja, ich möchte dir abschließend noch ein paar Tipps für einen Kompass mitgeben. Und zwar, halte deinen Kompass von Metallgegenstand fern. Diese Nadel hier in einem guten Kompass ist äußerst empfindlich. Also schau, dass du zum Beispiel dein Messer nicht daneben liegen hast. Oder halte von elektrischen Geräten Abstand, vom Smartphone oder auch in einem Auto. Wenn du im Auto sitzt, kann die Nadel anders ausschlagen. Ja, da sind auch elektrische Geräte drin verbaut, viel Metall. Also am besten aussteigen, bisschen weggehen und dann funktioniert es auch gut. Deinen Standort bestimmen solltest du früh genug. Im Dunkeln wirst du ganz schwer deinen Standort bestimmen können. Also immer machen, wenn es hell ist. Und der letzte Tipp ist, wenn du große Touren machst, führ immer wieder eine Standortbestimmung durch. Es ist unheimlich wichtig, damit du weißt, wo du bist, damit du sicherstellen kannst, dass du auf dem richtigen Pfad bist. Ja, und verlass dich nicht nur auf ein GPS-Gerät. Dein Kompass hier und eine Karte, die können nass werden. Viele Karten sind wasserfest. Der Kompass ist auch wasserfest. GPS-Gerät hat Batterien, kann ausfallen, kann defekt werden. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen und hier eine kleine Anleitung an die Hand geben, wie du denn ganz einfach und schnell mit einem Kompass und einer Karte navigieren kannst. Es ist ja nicht schwer, es sind ein paar wenige Schritte. Und diese Schritte habe ich mit Bildern und einer kompletten ausführlichen Anleitung auch nochmal auf meiner Webseite veröffentlicht. Ich verlinke dir hier unten in der Beschreibung beim Video auf jeden Fall nochmal den Artikel und den Ratgeber. Dort kannst du in Ruhe alles nachlesen und dir auch nochmal in Ruhe alles anschauen, selber rausgehen und machen. Das empfehle ich dir auch, Praxiserfahrung zu sammeln. Es macht unheimlich Spaß, mit dem Kompass sich im Gelände zu orientieren. Mach's doch einfach mal. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir noch viele tolle Erfahrungen hier draußen in der Natur und viel Spaß beim Navigieren mit dem Kompass. Das war der Martin von Survival Kompass.